Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, der Playtüte. Heute gibt's nach langer Zeit endlich mal wieder eine Runde Triforcing. Heute wird sich erstmal um Movement handeln. Ja, und da legen wir auch direkt schon los. So, ich habe euch hier einfach mal ein paar Sachen jetzt aufgebaut. Kommen wir jetzt erstmal zu den Rädern und Beinen. Ja, ich habe einfach mal hier jetzt so die Innereien sozusagen oder Stangen aufgebaut und daran einfach was, je nachdem, das Movement gesetzt. Da auf der einen anderen Seite habe ich einfach halt einfach schon mal alles verkleidet, dann muss ich nicht mal alles auf und wieder zubauen. So, hier haben wir einfach einen normalen Rod damit befestigt und einfach dann verkleiden. Dann habt ihr eigentlich schon eine recht gute Panzerung. Wenn ihr dann noch die Blöcke hier in der Mitte durch TX1-Blöcke ersetzt, wenn ihr dann schon die Möglichkeit dazu habt, habt ihr auch noch eine extra Absicherung, dass es noch weniger abfällt und euer Bot wird dadurch auch leichter. Allerdings verbraucht er natürlich auch mehr CPU. Und ja, genau, im Prinzip ist es eigentlich immer ziemlich gleich, auch wie bei den ersten Waffen. Hier könnt ihr natürlich auch die gleiche Taktik verwenden wie bei den Waffen, also nur mit Blöcken arbeiten. Allerdings ist es mit den Rods eigentlich einfacher und deswegen mache ich das jetzt einfach so. Ja, genau. Hier haben wir dann ein Flugzeug. Hier könnt ihr dann irgendwie Pilot Seat reinsetzen oder so. Genau, dann habt ihr einfach wieder eine Rod, die mit euch mit dem jeweiligen Movement verbindet und dann das Ganze nur noch verkleiden und dann habt ihr euren perfekten Schutz. Wenn der Flügel allerdings direkt getroffen wird, hilft euch das natürlich auch nicht viel. Das gleiche einfach bei den Düsen und hier hinten auch nochmal Ruder. Hier bei den Hoverblades wird es schon ein bisschen komplizierter, denn da habt ihr natürlich einmal das Hoverblade und wenn das jetzt ein bisschen aus eurem Bot rausschaut und ihr wisst nicht, wie ihr das oben zubauen könnt, wäre es ja normalerweise der Fall, wenn hier jetzt ein Block drauf wäre, wenn der getroffen wird und darunter auch noch ein Block wäre, würde das Hoverblade definitiv richtig schnell abfliegen. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal hier so gemacht. Ich habe einfach den Bot mit dem Hoverblade verbunden, so wie ihr es hier vorne hier drüben gesehen habt. Nämlich so, das geht dann irgendwo in euren Bot rein und dann baut ihr einfach mit dem anderen Rod nochmal so eine Platte oben drüber. Das heißt, wenn die Platte getroffen wird, wird das erstmal hier hintergeleitet, irgendwo anders hin und dann wird euer Hoverblade definitiv länger bestehen bleiben. Dann zum Schluss haben wir noch Ketten. Bei Ketten ist es im Prinzip genau das gleiche wie bei den Rädern und Beinen. Nur, dass ihr halt mehr Connection Points habt, die ihr schützen könnt. Natürlich könnt ihr auch nur einen benutzen. Mit mehreren ist es natürlich allerdings ein bisschen sicherer und stabiler. Und ja, genau, ihr könnt wieder hier innen mit TX1-Blöcke verwenden. Aber das ist ja auch nicht unbedingt nötig. Vor allem, wenn ihr noch nicht so weit seid, habt ihr auch nicht die Möglichkeit dazu. Dann habe ich noch hier oben einen Rotor hingebaut. Den habe ich einfach auch innen mit einer Rod befestigt. Einfach beispielsweise jetzt mal mit einer kurzen. Und dann baut ihr einfach außenrum eure Blöcke, ohne allerdings hier da oben dieses Teil hier zu berühren. Hoppala. Damit, wenn hier außen getroffen wird, nicht direkt der Rotor kaputt geht. Das macht ihr dann einfach so, dass ihr aus den Schrägen hinbaut und hier normal von unten so wie noch umbaut. Natürlich könnt ihr außenrum auch eine Plattform machen oder was weiß ich. Guckt halt einfach nur, dass es nicht hier connected ist. Allerdings, wenn ihr eine gerade Fläche habt, die jetzt hier so verläuft ungefähr, dann macht das eh nicht viel aus, weil wenn daneben getroffen wird, ist das Ding meistens auch weg. Also, ja genau, das macht's sicherer, der Rest auch. Und ich hoffe, ich hab euch weitergeholfen. Sagt unbedingt, ob ihr nochmal unbedingt was sehen wollt. Vielleicht fallen mir noch ein paar neue Sachen ein. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Lasst ein Abo da, wenn ihr Bock habt. Kommentiert fleißig. Bis zum nächsten Mal. Ciao.